Freunde, hi. Der Ralf hat ein Bier mitgebracht und zwar ist das, Ralf, sag's mal. Also eigentlich habe ich es gar nicht mitgebracht, das hat mein Cousin mitgebracht, der aus Krefeld, der war zu Besuch gestern hier am Weiher. Ich durfte schon das Alt testen und er hat uns zwei Pilze noch überlassen, extra für die Bierprobierer. Und das ist von der Brauerei Schlüffken und das ist mit Volldampf gebraut, heißt da immer drauf, das steht hier unten drauf. Also eine Dampfbrauerei? Ja, heiß, also ich konnte jetzt hier nicht recherchieren, wie ihr seht, ich bin hier abgeschieden. Kann ich bestätigen. Ja. Nur da hinten sind ein paar Häuser. Ja, ja, der Wunderbauer, der uns das verpachtet hat. Psst, psst. Und es gibt Counter-Angebote. Oh, und da steht Zeug. Egal. Da steht Zeug am. Ja, ja. Ist egal, wir machen es so. Das ist schöner. Ist gar nicht so leicht mit der Corona, mit dem Corona-Arm, den ich nicht habe. Ja. Soll ich dir die Kamera auf den Spaten stellen? Ja, wie soll ich das halten da? Also, jetzt trinken wir das schnell. Mit Bügel geht es eh relativ leicht auf. Ne? Jetzt bin ich gespannt, wie der Plop ist. Genauso wie beim Flens. Hast du was ins Auge gekriegt? Pfeffer. So, jetzt am Tisch geht's schon besser. Gibt's was zu der Brauerei zu sagen, Ralf? Eine ganz junge Brauerei. Mehr konnte ich von meinem Cousin nicht rausbringen. Er hat gesagt, die muss unterstützt werden. Aber weißt du, was ich, interessant finde ich die Story? Er ist hergegangen und hat sich eine Kiste gekauft vom Alt und vom Pilz, zufällig, also das war zufällig gemischt, das hat er gar nicht gemerkt, er wollte eigentlich nur das Alt haben. Und dann ist er zur Kasse gegangen und er hatte die Kiste, muss irgendwie was Spezielles sein, auf jeden Fall der 11 Euro Pfand zahlt. Das ist ein Holzkistler vielleicht. Keine Ahnung, auf jeden Fall. Zeig's euch mal. Ja. Wo ist denn mein Blöde? Hey Gott, sag mal, ja, gibt's jetzt das? Wo ist denn die? Da ist doch. Das macht das nicht scharf. Das ist halt immer, wenn du keinen Kameramann hast. Ja, das ist so. Ja, den können wir uns aber einfach nicht leisten und das ist das Problem. Jetzt ist alles weg. Jetzt ist alles unscharf. Jetzt mache ich wenigstens dich scharf. Schau her. Du bist scharf. Du bist jetzt der Schafe. Also, Prost. Also. Danke, Cousin vom Ralf. Sebastian hast du. Das schmeckt gar nicht richtig wie ein Pilz. Doch, finde ich gerade schon. Finde ich fast schon. Schön herb. Ja, herb schon, aber ich finde es jetzt nicht so. Ich habe jetzt was ganz anderes erwartet, nachdem es da jetzt aus Nordrhein-Westfalen kommt. Da habe ich gedacht, da kommt eine richtige, so ein Herbknaller jetzt, aber das ist aber überhaupt nicht. Also ich finde ja. Es nee, kann aber auch sein, dass das mein erstes ist und dein fünftes. Ja, stimmt. Das sagt mir ja immer, ne? Wenn man ein bisschen eingetrunken ist, dann, ja, genau. Dann schmeckt man anders. Ist die Palette ne? Schon, ne? Sind die Rezeptoren schon dicht? Ja, aber ich finde es extrem herb. Also ich, echt? Ja, ich überhaupt wirklich, nicht. Ich finde es wirklich sehr, sehr herb. Und, aber gut herb. Also wie halt das so typisches Pilz-Herb. Ja, aber ich finde es ausgewogen herb. Nicht so dieses... ich sag jetzt mal Jever, wo es sich dann völlig überbrät und du danach eigentlich gar nichts mehr schmeckst. Und das da ist für so. Aber es ist klassische Pils Herbheit und ein klassisches Pils. Mhm. Passt. Mhm. Aber das ist ein bisschen süß sogar. Nein, also jetzt doch. Ist irgendwas kaputt bei dir. Nein. Pass auf, wenn du das im Mund hast, dann spür, das merkst du richtig, dass es ein bisschen süßlich ist. So eine Malzsüße ist ja dabei. Mm. Ja, logisch. Ist ja auch, muss ja mal ein bisschen Malzsüße im Körper, aber danach kommt der Herpfen. Danach, genau. Ich finde den Antrunk herb, würzig. Klar, ein bisschen Malzsüße und dann geht es hinten raus wieder Pilz, frische Herbheit. Das ist ein ganz, finde ich, ganz solides Pilzbier. Mm. Also, mir schmeckt das, muss ich echt sagen. Trinkbar. Es ist, ja, ist halt der Pilz. Ich bin ja nicht so der Pilz-Fan, aber für einen Pilz finde ich es gut. Absolut. Danke, Sebastian. Danke. Geiles Bier. Brauerei haben wir gar nicht gesagt jetzt, oder? Doch, Schlüffken. Schlüffken, Brauerei Schlüffken. Ja, seit 2018. Was ich auch geil finde, ist hier, weil es heißt ja mit Volldampf gebraut und dann hast du hier so ein kleines Barzeichen, wie viel Bar jetzt da gerade anliegen am Bier. Gut. Gefällt. Servus!